Egal ob Deckenleuchte, Wandleuchte, Stehlampe oder Außenlicht. Licht schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Doch Licht will auch ganz gut geplant sein. Wie Sie das richtige Licht für jedes Zimmer finden, das sehen Sie jetzt. Die Beleuchtung entscheidet, ob wir uns in einem Raum wohlfühlen. Denn je nach Kontrast, Farbe oder Helligkeit entfaltet das Licht eine völlig andere Wirkung. Indirekte Leuchten zum Beispiel schaffen weiches Wohlfühllicht. Der Arbeitsplatz dagegen benötigt ein sehr helles, fokussiertes Licht. Um das Beste aus einem Raum herauszuholen, sollte auch die Beleuchtung gut geplant sein. Als Lichtplaner benutzt man hier so diverse Beleuchtungskriterien, die man dann im Prinzip individuell anschaut. Ich sag mal, zähl die vielleicht mal auf, was es da so alles gibt. Einmal ist es die individuelle Vorliebe eines jeden Menschen, das ist nämlich sehr unterschiedlich. Dann natürlich die Sehaufgabe oder was für eine Nutzung vorherrscht und dementsprechend wird dann die Helligkeit gewählt. Dann gibt es noch Kriterien wie Farbwiedergabe oder Lichtfarbe. Des Weiteren gibt es noch zum Beispiel, wie verhält sich Licht in einem Architekturrahmen, wie inszeniert es den Raum. Dann natürlich Leuchtendesign ist auch noch ein Thema. Was gibt es noch? Ja, das wäre schon mal grob so. Für Behaglichkeit sorgt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kontrastarmer und kontrastreicher Beleuchtung. Das funktioniert am besten durch eine Mischung aus drei verschiedenen Lichtquellen. Ja, klar gibt es, weiß jeder, diese Deckenleuchten, Pendelleuchten, Wandleuchten. Es gibt aber auch Bodenleuchten und Deckeneinbauleuchten. Das wird auch, wie gesagt, raumbezogen individuell dann herausgearbeitet. Im Prinzip, man muss sich also auseinandersetzen damit. Und unter den Gesichtspunkten, was will man für ein Wohlfühllicht haben, wie soll die Atmosphäre sein, kann man dann diese verschiedenen Leuchten einsetzen. Und man sollte auch berücksichtigen, zum Beispiel, ob es indirektes Licht sein soll, direktes Licht sein soll, ob es Akzentlicht sein soll. Im besten Fall wird die Lichtplanung bereits beim Bau oder der Renovierung berücksichtigt. Dabei sollten sich der Bauherr gemeinsam mit dem Experten über die Vorstellungen einer gelungenen Beleuchtung absprechen. Aber im Prinzip geht es beim Hausbau darum, am Anfang sich mit dem Licht Raum für Raum auseinanderzusetzen und vielleicht einen Lichtplaner zu Hilfe zu nehmen, der auch Erfahrung hat und auch so ein bisschen Einfühlungsvermögen für den Kunden, um dann die richtige Wohlfühlatmosphäre und ja, Lichtstimmung für den Kunden individuell auch zu finden, sodass er sich dann in seinem Haus auch die nächsten 20 Jahre wohlfühlen kann. Das ist vielleicht nicht nebensächlich. Beim Kauf einer neuen Leuchte sollten Sie ebenso die Lichtfarbe berücksichtigen, denn diese beschreibt, ob das Licht eher gelblich warm oder bläulich kühl sein sollte. Kalte Lichtfarben können oftmals heller wirken als warme, dafür sind sie jedoch nicht ganz so behaglich. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.